Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. Gute Neuigkeiten. Es gab einen Patch. Und zwar Patch 0804 oder sowas in der Richtung. Ich müsste jetzt nachgucken tatsächlich. Gibt ein News-Video dazu. Gerne mal bei YouTube einfach reingucken. Das ist jetzt schon älter natürlich. Ihr seht, das Let's Play ist vorproduziert, weil ich gerade im Urlaub bin, wenn das hier rauskommt. Aber da gerne mal vorbeischauen. Da steht alles drin. Fahrräder sind zurück. Es gibt jetzt eine Müdigkeit. Da müssen wir mal gucken, wie sich das auf unseren Charakter auswirkt. Und es gibt jetzt Zahlenschlösser, es gibt einen Schlafsack. Und ich werde das gleich noch ein bisschen erklären, wenn wir looten gehen. Und was gibt's noch neu? Das war's so ziemlich. Wenn wir noch was anderes. Also Zahlenschlösser, wo man drei Zahlen hat. Machen wir jetzt hier. Wir probieren mal unsere AWM aus. Aber pass mal auf. Ich erkläre gleich, was im Patch noch dazu kommt. Auf Fahrräder sind jetzt wieder zurück. Aber warte mal, wir können uns ja hinsetzen. Bam. Bam. Ich liebe Scharfschützengewehre in dem Spiel. Allgemein, Gewehre in dem Spiel sind super. Okay, jetzt sehen wir noch irgendwo einen. Wir haben 10 Schuss Magazin. Da ist noch einer. Er hat es auch hinter sich. Die Munition ist relativ teuer. Also ein Tausender für 20 Schuss. Ach, guck mal, da steht ein Dirtbike. Es ist jetzt übrigens möglich, es spawnen nach wie vor die Fahrzeuge um mich herum. Es gibt insgesamt 10 Citybikes und 10 Mountainbikes. Die werden jetzt wahrscheinlich auch um uns herum spawnen. Die sind jetzt neu dazugekommen. Oh, da. Die sind jetzt neu dazugekommen. Die AWM ist halt auch brutal, also du musst damit nicht den Kopf treffen. Das reicht, ein Brusttreffer reicht definitiv für das Teil. So, jetzt probieren wir unsere neue Axt aus. Moin! Komm her. Lag daran, weil das ein dünner Zombie war. Auch so können wir jetzt wunderschön Gebiete clearen. Ich glaube, hier gibt es ja nicht auch sogar noch eine Tanke. Mit unserer schönen AWM. Ciao. Nope. Da sind noch mehr Zombies. Das ist ein großes Gebiet. Das ist natürlich ein bisschen tricky, weil wir auch immer näher rankommen. Er ist nicht allein, glaube ich. Na, guck mal her. Ich möchte euch einzeln haben. So, jetzt zeigen wir, was du mit unserer kleinen schönen Axt kannst. Alter, das Ding ist halt... Ah. Es sind jetzt... Ist der Moment, wo wir im Spiel angekommen sind. So, schönes Dirtbike. Haben wir schon. Hat nach wie vor keinen Kofferraum. Wir looten jetzt hier mal das ganze Zeug durch. Mal schauen, was wir so finden. Im Idealfall finden wir eine... Also eine Flex. Ich wollte auch eigentlich gucken, was eine Flex kostet. Hält. Im Idealfall finden wir eine Flex. Müssen wir mal gucken. Sonst müssen wir sie kaufen. Aber ich glaube, die liegt bei 8.000, 9.000. Die ist wirklich schweineteuer. Genauso wie die Bohrmaschine. Also so eine Werkbank sich nämlich hinzubauen, das kostet einiges. Deswegen ist das eher... Ja. Finden ist besser wie alles andere. Bei der AWM auch. Also die AWM mit Zielfernrohr und allem drum und dran wäre locker bei 20.000 gewesen. Deswegen, wir fahren da um einiges besser, dass wir es jetzt so bekommen haben. Ja. Links von mir ist auch noch einer. Man hat Stuhl gehört. Das ist ein dicker Zombie, der hat ein bisschen mehr aus. Irgendwo links von mir ist noch einer. So, bist du wieder ein kompletter Block? Ja. Ist wieder ein einziger Block leider. Ah, hör ich da auch noch einen. Mal das. Ah, da oben. Ah. Tut dir nicht weh. Vorsicht, hier ist glatt. Es macht so viel mehr Spaß. Hier ist auch jeweils ein Block.
nichts drin. Ganzer Block leer. Gut, ist das hier so ein Basketballkorb und alles ist. Pantoffeln waren nicht viel wert. Ach, guck mal, wir haben jetzt die. Den Rucksack müssen wir eigentlich nur ins Auto legen. Aber da können wir auch Zeug reinpacken. Cool gemacht. So, das hier. Tagebuch war nicht viel wert. $50 und ein Ding. Wir müssen jetzt nur aufpassen. Wir müssen halt jetzt immer einen Slot frei haben. Halt, das Ding hier können wir auch noch looten. Das ist ein Einzel. Ach, guck mal, die, die hier oben drauf zählen, auch als Einzeln. Ja, guck mal, das sind auch Einzelne. Okay. Benzin haben wir erstmal. Ein bisschen. Benzin haben wir erstmal. Ich hoffe, dass die jetzt nicht respawnen. Wenn wir zu weit weg sind, können die auch respawnen. Okay, was machen wir mit den ganzen... Ja, jetzt haben wir nur das Problem. Jetzt müssen wir mal gucken. Das. Alter, haben wir Loot. Krasser Scheiß. So, das da. Wieso? Keine Ahnung, wieso der nicht moved, aber okay. So, das. Geld hierhin. Okay, Benzin. Wir hatten am Anfang nichts. Nichts hatten wir. Wir hatten ja nicht mal Steine zum Spielen. Und jetzt? Das Ding ist leer. Haben wir Benzin ohne Ende. Wir können Leute totschmeißen mit Benzin, wenn wir möchten. Wo waren das drin? Hier? Nee, hier oben, oder? Da. Noch ein voller kleiner Benzinkanister. Geil. Sind übrigens nichts wert, wenn du es verkaufst. Aber cool. Heller kleiner Zombie. Hier ist halt eine Tanke. Ihr müsst auch aufpassen. Also hier ist eine Tanke. Da hinten. Hier ist eine Tanke für Boote. Das heißt, sie könnten auch Sprengzombies. Keiner da. Aber wir können auch Sprengzombies spawnen. Also hier ist mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. Ist ein bisschen fies, dass jetzt zwei Tankstellen sind auch. Übrigens nebeneinander. Wir haben jetzt die eine gelootet und die erzählt ja auch als eigentlich vollwertige Tankstelle. Da ist er eigentlich für Boote da, aber du kannst halt trotzdem hier auch ganz normal dein Auto dann tanken. Wenn du musst halt hinfahren, aber ja, kannst du trotzdem hier tanken. So, die ganzen Kisten hier sind natürlich interessant. Da kann cooles Zeug drin sein. Aber ich glaube, mutmäßig können wir uns jetzt echt momentan nicht mehr beschweren. Holla die Waldfee. Und ich langsam mal antanzen. Hört nicht. Ah doch, jetzt. Wenn du überhaupt bis zu mir kommst. Moin. Ja, ich komme dir mal ein Stück entgegen. So, wir haben auch gerade Sonnenuntergang. Die romantische Stimmung kränkt mit ein. Ein Block. Das ist aber ein anderer Block. Ja, auch ein Block. Da ist nur der Bolzen drin. Hier ist auch nichts. Hier haben wir Metall auf dem Boden rumliegen. Da haben wir das Ding hier. Und das ist ja fies. Ist aber ein ganz normaler Loot. Auch wenn er ein bisschen versteckt ist, ist ein ganz normaler Loot-Container. Noch mehr Absinth. What the... Okay, wir haben kein Problem mehr mit Infektionen. Definitiv nicht. Krass. Und kein Sprengzombie. Hast du militärisch? Jo. Nuni. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Komm, gib mir noch mehr Flaschen Absinth. Was haben wir hier? Schöner Baumwollpulli. Herzlichen Dank. Ein Angelhut. Auch gekauft. Das. Na. Oh, die Tank ist immerhin voll. Schachtel mit Nägel. Auch. Für den Basisbau. So, hier haben wir ja das ganze andere, das ganze Schiffswerf. Ein Schleifer wäre noch geil. Schwingschleifer. Die Mütze nicht, aber die Hose ist ein bisschen was wert. Das hat man jetzt schon. Das hat man
Auch, das auch, das auch, das auch, das auch. Das hier ist, glaube ich, nicht. Ne, das hier ist lootbar. Ich wollte gerade sagen, die kleinen Kisten sind nicht lootbar. Was haben wir hier? Betten? Nichts. Da waren wir jetzt auch schon. Was sagst du? Die Wasserpumpe sah so aus, wie wenn da gerade ein Zombie steht. So ein Medizinzombie. Alter Verwalter. Ein Kürbis mit 61%. Weil ich mal alles essen. Hast du Nahrungsmittelabstoßung? Nee. Wir hauen uns mal in den Magen mit dem Kürbis voll. Da müssen wir zwar wieder pingeln wie sonst was, aber hey, was soll's. So, ganz kurz zum Patch. Wie gesagt, Fahrräder sind drin. Also es gibt jetzt Müdigkeit im Spiel. Wie sich die auswirkt, müssen wir mal gucken. Aber man muss jetzt schlafen, um diese Müdigkeit zu bekämpfen effektiv. Man kann Energy Drinks trinken. Da kommt ja die Müdigkeit aber wieder, sobald der Effekt des Energy Drinks nachlässt. Wenn du dich ausloggst, zählt das als Schlaf, aber du musst in einem Bett liegen. Wenn du nicht in einem Bett liegst, zählt das nicht als Schlaf. Also das heißt, du loggst dich irgendwo aus, wir gehen nicht schlafen, werden wir müde. Das kann man per Serveroption auch ausstellen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es bei mir schon an ist oder aus ist. Das muss ich erst kontrollieren, weil wir ein Einzelspielerspiel spielen. Wenn ihr das drin haben möchtet, müsst ihr die INI-Datei jedes Mal löschen. Oder die INI-Dateien löschen. Dann werden diese nämlich erneuert und dann steht das erst in den INI-Dateien drin, was der Charakter alles so kann. Das ist ganz wichtig. So, Kürbis. Ja. Lass mal einfach da. Wir haben jetzt keine große Verwendung dafür. Im Moment. War da jetzt schon drin. Wodka. Majestätischer Bär. Mal gespannt, was das Ding wert ist. Geh weg da. Trainingsjacke. Gut, wir haben jetzt dadurch, dass wir halt keinen Pfeil haben, haben wir mit einem Köcher natürlich mehr Platz. Wow. Okay. Okay. Aber nur das. Das Fenster ist ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Okay, wir haben Absinn, du bist so abwinger, aber. Einer ist, glaube ich, nur noch. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen wegen Platz. Kam überraschend. Ah, da. Die waren überraschend. Ich wollte das Elektrikerwerkzeug halt gerade einstecken. Weil das können wir gebrauchen für einen Basisbau dann. Das ist nicht schlecht. War hier auch. War der BH war jetzt nichts wert, oder? Das ist neu. Übrigens. Das sieht anders aus wie vorher. Ich bin jetzt nicht der BH-Experte, aber der sieht anders aus wie vorher. Sind die respawned oder wieso sind die? Gute Frage, nächste Frage. Okay, das ist ein Block. Wieso bist du so kacke schnell? Hallo? Warum war der so krass schnell? Wieso haben wir zwei infektiöse Wunden? Was mit dem anderen, der da drin stand? Und wieso warst du so unendlich schnell gerade? Die Jacke schon wieder bei 70%, das ist der Wahnsinn. Drei Hitze eingesteckt. Ah ja, da drin. Okay. Liegt das vielleicht an dem Patch? Da komm ja ruhig rüber. Oder ist das zu tief für dich? Weil ich. Ah ja. Ah!
Das macht mir Sorgen. Er steht halt unten und ich stehe halt oben. Alter! Okay. Würden die jedes Mal... Haben wir so wenig Antikörper im Moment, oder was? Ich meine, wir haben jetzt zigtausend Flaschen Absinth. Nur mal fürs Protokoll. Kann die blutende C1-Verletzung... Achso, wegen dem normalen Lumpen nicht stillen. Wieso werden die jedes Mal infiziert? Ja, Haarklammern. Ist egal, wie kaputt das Ding ist. Okay, wir brauchen auf jeden Fall wieder Lumpen. Okay, achso, der Rest ist ein Block. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall wieder Lumpen. Bisschen Loot haben wir auch schon wieder, den wir verkaufen können. Ist jetzt nicht viel. Schießpulver ist auch der Qualität. Obwohl, die Qualität hat Einfluss darauf, wie gut dann die Munition ist, die rauskommt. Das sollten wir vielleicht nicht das Schlechteste nehmen. Und in die Beine hat er mir gezimmert. Der Typ. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Das Ding hier noch. Da unten hätten wir noch Kisten. Ja, in den Kisten ist halt gerne mal Werkzeug oder sowas drin. Regenmantel, auch gut. Bleiblatte, auch gut. Munitionsherstellung. Nicht ins Wasser fallen. Hier kann man zwar hochlaufen. Oh. Oh, nett. Hier kann man zwar hochlaufen. Also hier ist ja extra so eine Rinne, aber trotzdem. Wir wollen nicht unbedingt nasse Füße haben. Geschwar, geschwar. So, Axt haben wir in den Pfoten. Hier haben wir noch einiges zu looten. Wenn das Spiel zu dunkel wird, regt es für euch dann wieder heller. Aber es ist ganz geil, dass wir auch mal die Atemstimmung einfangen können des Games. So langsam müsst ihr aber auch mal zombie-mäßig, müsst auch mal Ruhe sein. Wir haben jetzt einige schon umgebracht. Wir haben auch viele mit der... Haben bei der AWM natürlich abgeknallt. Nee, oder auch nicht. Waren immer gleich zwei. Habe ich noch ein Magazin überhaupt? Wie viel Munition haben wir noch in dem Ding? 16 von 15. Ich würde eigentlich... Ja, jetzt haben wir nämlich keinen Platz mehr. Und schon schmeißt das Teil nämlich auf den Boden. Das ist doof. Moment. Respawn sollten sie, denke ich mal, nicht. Wobei, wer weiß. Wir erinnern uns an die vorletzte Folge. Das war nicht schön. Da. Oh. Moin. Hast du nicht gehört, dass ich hier mit Scharfschützengewehr und alle rumgeschossen habe? Nur mal so? Hat dich das nicht interessiert? Junge Dame? Waren sie unbeteiligt? M1911 Magazin, sehr schön. Auch Magazine sind nicht billig. Die kosten auch ein bisschen was. Das Dirtbike muss man jetzt leider stehen lassen. Gut, aber die ganzen anderen Dinge, Fahrzeuge und so weiter natürlich auch. So, das Teil hier rein. Das. Pause. Die können auch mal hier rein. Den Absinth, der hier ist leer. Können wir den direkt hier rein. Leiblatte, da, reparieren, Nadel und Faden haben wir wieder neu, ist kein großes Problem, aber wir haben echt schon wieder gute Haltbarkeit verloren halt. Gut. Weiter geht's. Coole Farbe übrigens für eine Schranke. Okay. Eigentlich müsste ja auch ein Boot sein, oder? Ich meine, es ist ein Boot, eine Bootwerkstatt, Bootswerkstatt. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas nennt. Oh, geil. Damit können wir die Machete dann auch, oder die Axt dann auch wieder schleifen. Die wir auch schleifen werden müssen. Hab gesehen. Ja, schon. Gut unten. Marinemütze. Auch ein bisschen was wert. Marine, Militär. Alles das Gleiche. Das denke ich mal wieder ein Block. Dieses Soundgeräusch übrigens, das ist das Durchsuchgeräusch. Das, was ihr gerade... Das hier.
Das ist das Durchsuchgeräusch. Für mich hört sich das an, wie wenn mir ein Zombie so ins Ohr sabbert. Ohne Scheiß. Mega unangenehm. Okay, hier ist noch. Der ist halt tonnenweise zu durchsuchen. Okay, da ist nichts. Kannst du noch hier hoch, glaube ich. Ich glaube, selbst auf dem Boden. Ja, genau. Auf dem Boden selber kannst du auch noch durchsuchen. Salzkörner. Es wird ja momentan das Kochsystem überarbeitet. Das kommt mit Version 085 aber wahrscheinlich erst. Dann könnte man sich das Ganze natürlich auch mal angucken. Kochen. Da wird man dann das Salz und so weiter brauchen. Also, wenn du da zumindest vernünftig was kochen möchtest, brauchst du Salz. Und so Zeug. So, jetzt brauchen wir allerdings ein kleines System. Wir fangen mal vorne an und loopen uns einmal durch. Das Ding ist leer. Hier ist nix. Da ist auch nix. Fangen erstmal hier an. Guck mal, hier sind auch Kisten. Guck mal hier, Bolzen. Schlösser lassen wir jetzt mal liegen. Die nehmen wir nicht mit. Ist mir zu wenig wert. Lass es einfach laufen. Ach so, wegen dem Kürbis. Ah, komm. Wenn, dann stilvoll mit Aussicht, oder? Guck mal, hübsches Spiel. Wirklich hübsches Spiel. Aber kein Boot im Hafen hier. Ah, sehr schön. So, bevor es einfach laufen lässt, dann halt lieber so. So, auch hier geht. Kommt jetzt auch aus dem Wald keiner, aber sieht das so angehört, wenn das ein Wald ist. Da. Doch. Irgendwo da steht noch einer. Irgendwo da ist noch einer. Okay, das ist wieder ein Block, oder? Ja. Okidoki. Looten wir uns jetzt mal hier durch. Das ist auch ein Block. Der nächste. Okay, wenn wir jemals Benzin brauchen, weiß ich, wo wir hingehen das nächste Mal. Benzin haben wir jetzt erstmal. Wir werden die auch irgendwann wegschmeißen müssen, weil, ganz ehrlich, was will ich mit den ganzen Benzinkanistern? Eine Schaufel. Nichts wert sein, oder? Zuckermais. Da. Unsere Machete ist halt auch schon wieder, oder unsere Axt ist ja auch schon wieder durch. So, das da oben zählt nicht zu dem Block dazu. Ist aber ein bisschen fies. Was zählt zu dem... Oh, ein Kompass. Was zählt zu dem Block? Was zählt nicht zu dem Block dazu? Das ist auch wieder ein Block. Aber das hier ist auch schon wieder ein neuer Block. Und den haben wir schon durchsucht. Kaffeemaschinchen. Das ist der nächste. Ja, du kommst schon mehr, als du was willst, oder? Ist ja nicht lootbar. Schade. Ich habe mich schon gefreut. So viele Spinde. Ah, das sind zwei. Am Ende sind es wieder 10 oder so, die gleich aus dem Gebäude rausstürmen und mich verprügeln wollen. Wir wissen doch, wie es läuft. Wir wissen doch, wie es läuft. So, da ist nichts. Das haben wir gelootet. Das Zeug hier haben wir gelootet. Das nicht. Da ist nichts zum Looten. Da ist auch nichts zum Looten. Das Ding hier können wir looten. Das Ding hier können wir looten. Der da zählt auch nicht dazu. Der hier zählt, der da nicht. Ah, das ist Schiffsschraube. Nee, wir können nicht alles mitnehmen. Schade. Ah, Draht lassen wir mal da. Yes, Vitaminpillen können wir verkaufen. Können wir auch ab und zu mal eine reinschmeißen. Ist tatsächlich ganz gut, dass du auch mal andere Werte des Charakters hochhaust, wie jetzt nur Fleisch zum Beispiel. Das hier. Wow! Oh! Gartenhake. Cool. Brauchen wir auch. Aber der Schraubenschuss ist halt geil. Der Schraubenschuss ist richtig geil. Die nächsten Airdrops sind uns sicher. Cool. Wir haben echt Lootlücke im Moment. Ich hoffe, das bricht nicht ab. Ist bei mir eher so ein seltenes Phänomen. Komm nicht so oft vor. Wieder ein BH. Wieso liegen in Werkstätten jedes Mal BHs? Und die haben das Design verändert. Schreibt das mir gerne mal in die Kommentare. Aber das ist definitiv sicher, dass das anders ist. Das ist ein Block. Da liegt nichts.
So langsam wird es ein bisschen dunkler, aber wir lassen die Abendstimmung noch ein bisschen. Das ist tatsächlich ganz Nacht ist. Haben wir noch ein bisschen. So, noch mehr Zombies. Dieses Geräusch. Riderhelm. Können wir mitnehmen. Hör doch schon wieder ein. Das zählt dazu. Den hat man schon. Ah, das zählt. Okay, das zählt auch dazu. Ist der Wasser? 16. Kleiner Spaten. Können wir mal mitnehmen. Es ist ein kleiner Spaten. Der nimmt jetzt nicht viel Platz, wegen wir haben noch Platz im Auto. Können wir mal gucken, was das Ding beim Verkauf bringt. Aber ich glaube, die sind nicht viel wert. Die normalen Werkzeuge. Ich stehe schon wieder mit Benzinkanister. Da oben steht mit Benzinkanister drauf. What the. Sind der? Hört das auch, oder? Haben wir ja auch versteckt. Achso, jetzt haben wir da keinen Platz für den. Da ist irgendwo ein Zombie. Irgendwo ist einer. Ich hoffe, ihr respawnt halt nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter weglaufen, könnte es sein. Benzinkanister. Wir haben halt wir haben nicht mal mehr den Platz eigentlich, das Ding mitzunehmen. Klar, wir können noch mal Benzin in unsere Karre einfüllen. Aber ich habe gerade auch noch mal getankt. Das ist halt auch nur das Problem. Das hätten wir uns sparen können. Hätte ich gewusst, dass wir 2 Millionen Benzinkanister finden. Ah, guck mal, der passt noch rein. So, das. Der kann da bleiben. Das Ding hier rein. Zuckermais. Das. Reparieren können wir. Hat's meine Airdrops umgestellt? Wir haben einen Frachterwurf gleich wieder. Krass. Das bedeutet, wir nehmen den auf jeden Fall mit. Aber gut, es ist Minimum 60 Minuten zwischen dem Airdrop. Das kommt hin tatsächlich. 2 Folgen. Kommt hin. Maximal 240. Der letzte Airdrop war halt lange her. Hallo? Heute noch? Okay. Ich will eigentlich nur ein bisschen. Ich wollte nur 3 cm näher ranfahren. Hätte ich gewusst, dass er das jetzt nicht hinkriegt, hätte ich es gelassen. So, wir drehen jetzt mal für euch ein bisschen heller. Und für mich auch. Set Time 7. Schon wieder Dark Hell. Es würde nachts irgendwann so schön, dass ihr gar nichts mehr seht. Da oben wäre auch noch Kisten übrigens. Da hätte man hochklettern können. Aber wegen den 2 Kisten klettern wir da jetzt nicht hoch. So, wir haben da oben noch den Benzinkanister. Hinten ums Eck haben wir noch ein bisschen was zu. Was ist denn der? Das muss irgendwo Wasser sein. Geht ja gar nicht anders. So. Irgendwo. Okay, das haben wir. So, hier haben wir noch. Der zählt dazu. Nope. Nope. Da waren wir schon überall. Okay, jetzt sind wir durch. Einmal komplett Loot Staubsau. Hat sich aber gelohnt. Allein der Schraubzieher. Wegen dem Schraubzieher hat sich's gelohnt. Sind wir ehrlich. Allein das lohnt genug. Hier oben drauf kann übrigens auch Zeug spawnen. Okay, wir hätten noch einen Dirtbike, mit dem wir aber nichts anfangen können, weil wir haben ein Auto. Okay. Nett. Der ist 600-700 wert. Das ist gut. So, jetzt einen Moment. Lass einfach wegklicken, ja. Okay. Ja. Airdrop müsste jetzt bald runterkommen. Den Airdrop nehmen wir noch mit. Zwei Minuten
Danach droppt er erst langsam runter. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo. Aber wir haben hier schnell noch was zum Angucken. Hier oben ist auch ein Autospawn. Ich habe mal ein Dirtbike gefunden. Aber mein allererstes, glaube ich sogar. Glaubt sogar mein allererstes. Pack mal die 4. Hier lohnt es sich immer mal so reinzuschielen. Da auch. Ob was auf dem Boden liegt oder sonst was. Das hier müsste ein Lagerraum sein. Oh, guck mal hier. Rinder. Oh, Rindereintopf. Was hast du schon? Jetzt musst du schon wieder. Ja, der Kürbis. Ja, der Kürbis. Was für ein Koffer. So. Immer mal nachgucken. Ja, volle Blas. Alter Verwalter. Der Kürbis ist es halt. Genießen wir nochmal die Aussicht. Ja, immer. Ja, zweimal abschütteln. Besser zweimal abschütteln, nie gar nicht abgeschüttelt. Ach, den kann man durchsuchen. Den hätte ich gerne mitgenommen. Geiles Köfferchen. Ach so. Die Drohne. Hey, this tastes like crap. Ja, aber das ist egal. Guck mal hier. Da ist nämlich schon wieder weg. Bringt jetzt nicht so viel, wenn du das, also auch wenn du das isst, das hat jetzt wenig Nährstoff von allen drum und dran, das bringt jetzt auch nicht viel, wenn du das nicht reinschüttest, aber hey. Wir können schon mal einen Airdrop vorbereiten. Okay. Die Anzahl der Benzinkanister grenzt gerade leider ein bisschen ans Lächerliche. Also, ja. Schraubendreher. Wir brauchen Schraubendreher. Nimm mal den und den. Das sind 5. Wir bräuchten 6. Okay, wir haben da unten noch welche. Dann brauchen wir Haarklammern. Die ich irgendwo hatte. Die noch einstecken. Ja, da sind noch 20. Ich hatte irgendwo noch ein kaputtes Päckchen. Ich würde erst gerne das kaputte Päckchen nehmen. Das in irgendeinen Rucksack gepackt? Ach, guck mal. Okay, dann nehmen wir die anderen Haarklammern. Ist ja, im Grunde ist es relativ egal. Guck mal hier, 2 Stück. Sehr schön. So kannst du halt auch nochmal ein bisschen Loot rausholen. Damit wir einfach noch ein bisschen mehr Platz haben. Ich habe irgendwo ein halb kaputtes, fast ganz kaputtes Stückchen Haarklammern, Päckchen, aber keine Ahnung wo. Wir haben jetzt 1, 2, 3 und dann brauchen wir nochmal 3. Insgesamt 6 Stück. 1, 2, 3. So, Handwerk, herstellen. Hier ein Schieberegler, dass er alles nach und nach herstellt, wäre göttlich. Aber das können sie mal reinbauen. Das wäre cool. So Quality of Life, bisschen was wieder reinmachen vielleicht. Einfach damit er weitermacht. So, das. Die Axt. Können wir alles mitschleppen, wenn da viel droppt? Geht so, gell? Das hier raus. Das hier. Gut, die Axt. Guck mal, die passt sogar hier unten rein. Ein Faden. Dann sehen wir schon den grünen Rauch. Unten ist er schon. Dann gehen wir nochmal zum Airdrop. Würde ich sagen. Berghoch stellt sie aber ganz schön an. Gut, wir schleppen mal jetzt die AWM. Wie liegt das Ding? Ja, 4 Kilo. Wir schleppen jetzt hier mal 4 Kilo zusätzlich mit uns rum. Das merkst du schon. Gerade wenn du die M81A1 hast. War, glaube ich, falsch rum, oder? Nee, M82A1. M82A1 hast. Das Ding wiegt halt 16 Kilo. Das merkst du. Aber das merkst du krass. So. Hallöle, Freund. 14 Minuten noch. Gucken wir mal, was du für uns hast, hä? Wow. Wow. Okay.
Okay, wir haben erstmal Munition. Und zwar die richtig dicke Munition, die Tausender kostet pro Packung. Okay, nett. Ja, die können wir verkaufen. Brauchen wir nicht. Wir können eins ins Auto einbauen. Können wir verkaufen, die Dinger. Was? Ja, es ist nichts wert. 17 Dollar, das ist leider nur Müll. Oh, die Munition allein. Der Erdruck ist nicht schlecht, allein wegen der Munition, die wir schon haben. Wow, okay. Wir können... Ich hoffe, ich denke gleich dran. Wir können unendlich viele Schlösser knacken. Bis uns schlecht wird. Auch nett. Auch nett. Okay. Einen haben wir noch. Da stand da gerade gescheitert und ab und Tarnanzugshose. Nett, aber wir haben die kurze Hose. Wir haben die kurze Hose, weil wir momentan im Süden unterwegs sind. Deswegen ist das sinnvoll. Geil! Noch ein Wander. Alter, wir können unser Auto auf jeden Fall auch mit Rucksäcken ausbauen und da nochmal Loot reinlagern. Wie bekloppt. Krass. Es läuft zurzeit. War klar. Okay, nur eine Blutenverletzung C1. Es läuft zurzeit richtig, richtig. Vielleicht will er nochmal machen. Haben wir geparkt? Eigentlich hier geparkt, oder? Warte mal, ich bin zu. Hä? Nicht denn? Hilfe, ich habe mich verlaufen. Du siehst hier nicht irgendwo. Da kommt die Straße. Sind wir so hochgelaufen? Anscheinend. Das ist unser Auto. Krass. Aber die Munition ist halt mega. Ah, guck mal, Zombie. Ah, wieso hast du schon wieder eine stichsichere Weste an? Jedes Mal das gleiche mit euch. Au. Ah, klar. C1, C1, okay. Machen wir das Ding hier auf. Okay, wir brauchen Platz. Das heißt, wir packen das Ding hier ein, das Ding hier ein. Das und das. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Das und das und das. Und das. Das Teil hierhin. Dann das, das, das. Schloss. Eins, wir opfern mal eins, weil, ganz ehrlich, warum nicht? Hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt ein goldenes Schloss sein müssen, was wir dafür opfern, aber was soll's? Schraubenschlüssel, massenweise Munition. Ich glaube, das ist ein 30er Schuss. Und 7,62er. Da sind wir bei 1,5 bis 2.000 die Schachtel, was das kostet. Also schon Königsklasse. Wir können eigentlich den Bogen, wir haben eigentlich keine Möglichkeit, den Bogen zu verwenden. Im Moment. Mehr. Wir können jetzt schon wieder zum Händler. Guck mal, das kriegen wir hier noch rein. Das, das, das. Bogen. Bogen, Bogen, Bogen. Das. Passt alles nicht. Passt du da rein? Jo! Sehr schön. So, dann haben wir da Platz, da Platz, da Platz. Geil. Erdrupp haben wir. Ich will mir jetzt das da hinten angucken. Wir fahren auf die Straße weiter dafür. Wir haben Benzin voll. Wir können ohne Probleme das Auto 10-mal voll tanken. Gut so nicht, aber wir können einfach, ich würde sagen, einmal das Auto komplett voll tanken können wir mit dem Benzin, was wir jetzt dabei haben. Was wir gelootet haben. Das war echt richtig viel. Also das war nicht schlecht. Guck mal, hier gibt es sogar einen Pool. Ach, da fahren wir aber da hinten jetzt lang. Da, ich will eigentlich oben lang. Naja, durch den Tunnel müssen wir nicht. Kann nur sein, dass es hier einen Tunnel gibt, aber da müssen wir nicht lang. Wir müssen auf der Hauptstraße bleiben. Ich würde dann mal interessieren, was da. Ich glaube, das ist eine Dirtbike-Strecke oder sowas. Oh, oh, oh. Komm, ein bisschen zu schwungvoll um die Kurve. Aber wir sind schon wieder bei 39 Minuten die Folge. Holle die Waldfee. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei Scum. Und ja, wenn es weiter so erfolgreich vorwärts geht, holle die Waldfee. Man kann sich nicht mehr beschweren. Schön, macht's gut. Bis beim Dirtbike.
oder was auch immer das heißt.